Servus Leute, ich grüße euch mal wieder im Caravan College. Heute geht es um den Caravan Salon in Düsseldorf. Ich war selbst am Fachbesuchertag dort und habe mich wie immer nach neuen Innovationen umgesehen. Also mir geht es da gar nicht so um die vielen Kleinigkeiten, kleinen Änderungen, sondern eben ja, immer so die etwas besonderen Sachen rauszupicken. Und da möchte ich euch heute meine vier oder fünf Favoriten näher vorstellen. Viel Spaß! Also in Sachen Optik und Zeitgeist hat mir vom französischen Hersteller Lamoiselle, gehört auch zu Trigano, so eine Abspaltung irgendwie, da hat mir der die Liberty-Baureihe ganz gut gefallen. Also hier auf der Messe hatten sie den Liberty 440 SA beispielsweise. Hier jetzt damit so einem schönen britischen Design drauf. Was mir besonders gefällt, was gleich ins Auge sticht, ist die besonders stromlinienförmige Form vorne. Also das Dach geht rund runter, links und rechts die Seitenwände, läuft alles zu einer Spitze zusammen. Also das finde ich einfach zeitgemäß heute im Zeitalter ja, des Kraftstoffsparens liegt das schon, denke ich, im Trend und wird sich sicherlich bemerkbar machen, hat aber trotzdem noch einen gewohnt großen Caravan. Ja, im Innenraum dann natürlich vorne die besondere Rundsitzgruppe, die sich eben in dieser Spitze, ja, schön wie in einer Yacht eigentlich sitzt sich da. Ist auch schön gemacht, muss ich sagen. Nicht so übertrieben luxuriös, aber doch wirklich angenehm. Mit der Ambientebeleuchtung kommt es wirklich schick rüber. Ansonsten auch der Möbelbau, ja, eher leicht überdurchschnittlich, würde ich sagen. Die Nasszelle hinten, da haben wir jetzt das WC ganz hinten im Eck und da dazwischen sitzt dann die Dusche, also mit einer Duschwand dann davor und dahinter, habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Dann französisches Bett auf der Seite, ja, Dometic-Kühlschrank, der Slim Tower-Kühlschrank, gewöhnliche Küchenzeile, sage ich mal. Und jetzt noch das andere Modell. Das hat dann ein Queensbett im Heck und als Besonderheit in der Nasszelle. Da ist also das Waschbecken an einer separaten Wand wegklappbar gelagert. Ja, hier an so einer großen Stange. Macht also auch alles einen soliden Eindruck. Dahinter sitzt dann die Dusche. Lässt sie also wirklich mit einem Handgriff hin und her schwenken. Das hat mir also auch ganz gut gefallen. Preislich liegen sie je nach Aufbaulänge und Ausstattung zwischen 25.000 und 30.000 Euro etwa. Weiter ist man es auch gesprungen vom niederländischen Hersteller Lume oder Loom, ich weiß nicht genau, wie man es spricht, die Traveller. Es erinnert so auf den ersten Blick an die amerikanischen Airstream. Ist eigentlich auch ähnlich gemacht, alles voll mit Metallbeschlag außen dran. Die Küche dann im Heck, da kann man das ganze Heck sozusagen aufklappen. Ist auch alles, ja, muss man schon fast sagen, in Industrie- oder Gastronomie-Qualität. Also überall Metallbeschläge, Edelstahlküche, alles wirklich sehr solide gemacht. Hier in der Mitte sitzt eine Kompressor-Kühlbox drin, die jetzt über eine eigene Bordbatterie und Solarpaneele betrieben wird, soll aber angeblich dann auch ausreichen. Ja, hier vorne auch die Beschläge aus 3 bis 4 mm dickem Alu, vorne eine Metallkiste drauf, anstatt irgendwelchen Tiefziehteilen, die Aufsteller aus Metall, also alles macht alles einen grundsoliden Eindruck. Innen ist dann mit natürlichen Materialien gearbeitet, hier mit so Filzbezug und Lederverarbeitung.
Heckstauraum gibt es auch, einen relativ großen. Der Eingang ist dann auch deutlich breiter, wie man so gewohnt ist von den europäischen, von unseren europäischen Modellen. There's also space under it, and it's thick, it's solid, and it sits like a couch at home. Yes. Not like this. Ah, okay. But you can really like a chill home. Here. Yes, okay. And also this, it's very interesting to show you. The mattresses are normal, high quality mattresses, and everything is specialized. You have a lot of space under the bed. All metal? Yeah, we build this ourselves. No wood, no screws? No. Okay, and much place inside? Yeah, the tank, water tanks are under it, on the axle. Ah, And on that side is the air conditioning and the heating system. It's a Toma Vario heat? Sapphire. Combi 4 Sapphire. So and you see, it's a teak wood, and here under you have the electronics, the pump, a little fridge, for the champagne. For night. Okay. Yes. And of course, you can do everything with touch. So. And you can also lower it down if you want to have more. Yes. Romantic. Is it possible to get a mosquito? Yeah. This one is not opening. So here we have a mosquito. This is optional? The roof is optional. Yeah. Okay. But if the roof is in it, then the mosquito net is included, of course. Okay. Yeah. So that's the reason why you can sleep under the stars. Okay. Yeah. On the windows, it's not possible. Yeah, we are creating something. We have to click in something. Ah, ja. Der Preis ist natürlich leider noch ein bisschen zu hoch. Ich glaube, hier liegen wir irgendwo bei 85.000 Euro. Also ich würde sagen, die Airstreams sind auch nicht günstig. Ich sehe eher das Problem, dass eben die Auslegung, so wie es jetzt ist, eher jetzt was für Gegenden ist, wo es immer schön Wetter ist, also was weiß ich, Australien oder irgendwie, wo es eben monatelang nicht regnet und man einfach eine Garantie hat, draußen kochen zu können. Hier bei uns in Europa regnet es ja zuverlässig regelmäßig und da will man dann sicherlich nicht unter dem Ding stehen und bei Wind und Wetter da kochen. Da müssten sie hergehen und vielleicht die Küche, wenn die auch von innen zugänglich wäre, dann könnte es durchaus für den europäischen Markt auch interessant werden und natürlich Gewicht noch ein bisschen runter. Preis, ja, ich würde es mir nicht kaufen, aber es gibt dann sicherlich Leute im Liebhaber, die sowas haben wollen. Es gibt dann auch eine kleine Version, den LT360. Der sieht dann wirklich auch nochmal deutlich schnuckeliger aus. Ist auch schmäler, ne? Der große hat eine Breite von 2,50 Meter, was ich auch relativ breit fand. Und beim 360er liegen wir jetzt knapp über 2 Meter. Das ist dann auch schon wieder deutlich handlicher. Gewicht, Leergewicht knapp über 1 Tonne. Also auch noch für die Größe gewichtig, sage ich mal, aber akzeptabel. Was mich da ein bisschen stört, er hat jetzt innen nicht volle Stehhöhe. Also das sehe ich noch ein bisschen als Manko. Ansonsten gibt es natürlich auch oben das Dach zum Aufschieben optional und die Heckküche natürlich ist ähnlich gemacht wie am 45er Modell, aber auch hier liegen wir bei einem Einstiegspreis von etwa 40.000 Euro, also da sehe ich eben noch so ein bisschen den Kosten-Nutzen-Faktor sehe ich da noch als Problem. Ja, ich finde es halt gut, dass mal wieder ein Hersteller einen neuen Weg bestreitet in Sachen anderer Bauweise. Jetzt mal wieder so back to the roots und wie die Airstreams eben auch aus Metall und Nieten. Es soll einfach, das Hauptziel soll sein, Langlebigkeit, also so ein Ding über Jahrzehnte zu haben. Es sind eigentlich keinerlei Kunststoffteile dran, die irgendwann reißen können. Man weiß jetzt eigentlich noch nicht, wie sie sich bewähren, ob es ankommt.
Ich sehe es ein bisschen problematisch, weil der Traveller 45 eben doch 2,50 Meter Breite hat und das ist doch recht hohe Gewicht mit rund 1,5 Tonnen. Und ja, die Stützlast dürfte auch relativ hoch sein, weil die Achse relativ weit hinten sitzt. Klar ist natürlich die Küche und so im Heck und wirkt da entsprechend dagegen. Da habe ich jetzt aber nicht gefragt. Könnte ich mir aber vorstellen, dass es das auch relativ schwer ist vorne an der Deichsel. Aber ja, muss man sehen, was draus wird. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Als nächstes dann ein Modell von Tabbert, den Cellini 750 HDT. Auf den ersten Eindruck sieht er aus wie ein normaler Tandemachser, großer Tandemachser. Aber wenn man näher hinschaut, ist auch hier einiges an Innovation drin und vor allem an Luxus, was ich schon fast übertrieben finde. Also zum einen außen die Teile an Heck und Front, die Applikationen in LFI-Technik gehalten, also keine Tiefziehteile mehr, keine billigen. Dann, das gibt es ja schon länger, dieser kleine Heckkofferraum noch. Und das Besondere jetzt an dem Modell, das finde ich eigentlich jetzt das Nennenswerte, dass der jetzt auch einen Slide-Out hat. Also man kennt es ja schon von den ganzen Luxusgeschossen, die man auf den Messen sieht. Von dem her finde ich es jetzt interessant, dass es ein europäischer Hersteller, Massenhersteller, einfach mal in einem Wohnwagen serienmäßig bringt. Ansonsten ist der Cellini natürlich auch vom Schnitt mal nennenswert. Auch das Queensbett ist quer zur Fahrtrichtung und fährt mit dem Erker damit aus. Ergibt dann wirklich Raumgefühl wie in der Wohnung. Die Sitzgruppe vorne, alles super luxuriös. Wohl die Polster noch, die Härte verstellbar über, was weiß ich, Handy-App. Also lauter verrückte Sachen, die ich jetzt nicht bräuchte, sage ich mal, sind hier verbaut. Neu jetzt auch an den Kühlschränken, also es ist nicht auf das Modell bezogen, aber an dem Dometic-Kühlschrank geht die Tür jetzt nach zwei Seiten auf. Also das finde ich auch eine super Sache. Ja, hier im Heck haben wir dann noch die Nasszelle, oder was heißt Nasszelle? Das ist schon fast ein richtiges Badezimmer, richtige Dusche, großzügiges Waschbecken, hinten im Eck die Toilette. Also das kann man schon wirklich fast als Zimmer bezeichnen am Tabbert Cellini. Also mir geht es da jetzt nicht um den Luxus, es gibt noch viele andere Luxusbomber auf der Messe, unzählige sogar. Mir geht es da jetzt eher um die Idee, Slide-Out an einem normalen Serienwohnwagen und hoffe, dass es sich durchsetzt und dass es irgendwann günstiger gefertigt werden kann und somit auch in normalen, kleineren Wägen vielleicht zum Einsatz kommt, in Familiengrundrissen oder was auch immer. Einfach aufgrund unserer ganzen, ja, Platzsituation, sage ich mal, ist ja froh um jeden Meter, wo was kürzer und schmäler ist. Und so könnte man sich natürlich dann wieder wirklich auch mit einem kleineren Fahrzeug den fehlenden Raum durch so ein Slide-Out wieder schaffen. Und das finde ich jetzt das Nennenswerte, oder ich hoffe, dass es sich durchsetzt und dann eben auch für die breite Masse zugänglich wird und an anderen Modellen zum Einsatz kommt. Apropos leider auch in kleineren Modellen, da gibt es auch noch vom französischen Kleinhersteller Beuer, nennt sich's glaube ich, den 3X. Da bin ich jetzt auf der Messe nicht mehr persönlich vorbeigekommen, habe aber noch ein paar Bilder. Das ist also auch ein interessantes, kleines, schnuckeliges Ding, an dem sich beide Seiten nach links und rechts, also in die Breite, ausfahren lassen und man somit aus einem 2 Meter breiten Wohnwagen einen 6 Meter breiten macht und somit eine Rundsitzgruppe hat, in der Mitte die Küche und das WC und dann im anderen Ausfahrteil das Schlafzimmer. Im Prinzip alles schon super gelöst, muss ich sagen. Gewichtmäßig liegt es auch noch im Rahmen mit knappen 1000 Kilo, meine ich. Aber eben auch noch preislich ist es noch die Herausforderung. Also wir liegen da, glaube ich, an einem Startpreis zwischen 27.000 und 30.000 Euro.
Und da ist natürlich schon wieder, ja, wer bereit ist oder so viel Geld für so einen Wohnwagen hat, der hat sicherlich auch ein anderes Zugfahrzeug und mehr Platz und kauft sich einen größeren. Also das wäre jetzt auch wieder, sage ich mal, interessant, wenn es einfach preislich im Bereich von den anderen kleinen liegt. Natürlich muss es ein bisschen teurer sein, aber eben das Doppelte, ja, da wird es dann einfach schwierig. Aber ich hoffe trotzdem, dass es sich durchsetzt und vielleicht auch irgendwann dann durch Massenproduktion billiger gefertigt werden können. Also ich hoffe auch da und wünsche BR und drücke denen die Daumen, dass sich das Modell durchsetzt und irgendwann mal, ja, bezahlbar wird für jeden. Unter den zigtausend Wohnmobilen ist auch mir natürlich dann die neue Hümer-Studie ins Auge gesprungen, und zwar der Vision Venture nennt er sich, auf einem Mercedes-Chassis, also eine komplett eigene Karosserie, kein gewöhnlicher Sandwich-Aufbau, auch keine Offroad-Kabine draufgesetzt, sondern wirklich auch in Formteilen mit neuer Kunststofftechnologie eine eigene Karosse entwickelt. Soll wohl auch irgendwann in Serie gehen. Es wird aber sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Da werden noch keine Aussagen gemacht, auch nicht zum Preis, aber der wird natürlich auch wieder jenseits von Gut und Böse liegen. Oben das Hubdach übrigens ist doppelwandig aufblasbar und somit natürlich auch gut kälteisoliert. Innenraum schien mir auch wirklich durchdacht gelöst zu sein. Hinten zum Aufklappen, ne, hat man gleich eine Terrasse mit dran, mit ein großes Panoramafenster. Nochmal ein Auszugsherd separat zum draußen kochen und innen drin dann nicht gewohnt so ein kleines Hühnerleiterchen nach oben, sondern eine richtige Treppe. Also macht mir alles einen gut durchdachten Eindruck. Von dem her bin ich da auch gespannt, wie dann nachher die Serie aussieht und was das Ding dann tatsächlich kann. Gut, das waren meine paar persönlichen Messe-Highlights. Es gibt natürlich unzählige weitere Highlights, aber ja, für den ein oder zwei Tage, wo ich dort war, konnte ich jetzt auch nicht mehr machen. Aber wie gesagt, das waren so meine wichtigsten. Wie ihr wisst, ich interessiere mich immer dafür, Zukunftsdenken und Querdenken, neue Bauweisen. Irgendwann wird mal irgendeiner was erfinden, was dann wirklich mal die bisherige Sandwich-Bauweise ablöst und ich hoffe, haltbarer sein wird, bezahlbar sein wird, nachhaltig sein wird. Wie gesagt, ich bin da immer dran und halt euch auf dem Laufenden. Übrigens, wen es interessiert, auf unserer Seite caravancollege.de findet ihr im Artikel noch ein paar 360 Grad Panoramabilder. Also, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Bis bald, bis demnächst mal wieder. Macht's gut. Ciao.